Und dennoch bleibt die Wut, oder Thomas? Die Wut bleibt, ja. Die Wut, das Unverständnis. Ich möchte endlich, ich wünsche mir das seit scheiß letztem April. Ich möchte endlich vor Monika Grütters spielen. Kann die jetzt mal herkommen? Wo ist sie immer? Die ist nie da, wenn man sie braucht. Sie macht nichts, sie tut nichts. Man hört nie was von ihr, außer in die Kamera rein. Irgendwas, was sie lächelt, was sie lacht. Dann verspricht sie irgendwas und dann passiert wieder nichts. Nein, das stimmt nicht ganz. Die Konzerthäuser, die eh schon subventioniert werden, die kriegen jetzt Unterstützung. Und die Arbeit mit der Lufthansa hat ja Monika Grütters nichts zu tun. Ja, aber das kann doch nicht sein. Die ist doch, für mich ist die doch zuständig und für dich und ich bin echt sauer. Und die ganze Wut bleibt immer an meinem Partner hängen und am Hund. Ich habe inzwischen einen Hund, ich lebe jetzt auf dem Dorf, ich habe einen Hund. Das ist total genial. Ich kann euch nur raten, wer in der Krise durchdreht, schafft euch einen kleinen Hund an. Unser Hund heißt Rumpel, er ist ein Labrador-Schäferhund-Mix und er ist total toll. Du stehst mit schlechter Laune, so steh ich auf und dann kommt der Hund und guckt mich an. Können wir irgendwas machen? Und dann hast du gleich wieder gute Laune. Ich übertreibe, wir haben wirklich einen Hund. Aber ich lebe auf dem Dorf seit einem Jahr und du wirst irre. Du siehst immer den gleichen Menschen. Und irgendwie ist es so, denn die Eltern meines Partners wohnen um die Ecke, meine Mutter wohnt um die Ecke, du kannst nur irre werden. Nein, es ist total schön. Ich würde durchdrehen ohne die. Ich habe Nähe, ich habe Menschen, die ich sehen darf, weil wir zwei Haushalte sind und so. Aber es ist so frustrierend, weil mir keiner zuhört, außer ihr und ihr wisst das schon. Und das Internet hört zu und es interessiert überhaupt keinen. Dann gucken zwei Leute sich das an und fünf spenden und dann kriegt man von diesem Niedersachsen dreht auf. Oh, wie großzügig, ein bisschen Gage. Ich kann davon nicht leben, verdammt nochmal. Und deswegen habe ich, Entschuldigung, es musste raus, Monika Grütters hat ein Lied geschrieben, schon im vergangenen Jahr, vor dem Sommer. Und dann passierte wieder nichts. Jetzt haben wir bald wieder April. Und nichts passiert. Und es geht mir auf den Keks. Hören Sie endlich zu, Frau Grütters. Und tun Sie endlich was, was auch hilft. Ich will spielen. Und wenn wir die Menschen in, weiß ich nicht, Ganzkörperkondome oder ich habe ja schon die Idee gehabt, ob man Menschen nicht so Aquarien aufsetzen kann, dann fiel mir ein, darunter können sie auch nicht atmen. Das ist nicht die Lösung. Aber wir müssen wieder spielen. Wir müssen die Bühnen wieder, die Häuser, die jetzt schließen, machen nicht mehr auf. Ist schon klar. Das heißt, Menschen, die Kultur genießen wollen, wollten, können es dann nicht mehr. Also denken Sie mal drüber nach. Und wenn das alles nicht reicht, was ich gerade rausgeplatzt habe, dann reicht vielleicht wenigstens dieses Lied. Ich hoffe es sehr. Jetzt hören Sie sich das endlich mal an. Ich schneide das am Ende raus und schicke das. Ich kriege einen Knall. Und wenn dann die komische Sekretärin, Frau, die ihr da die Sachen nicht weiterleitet, mir antwortet mit irgendeiner Standardmail, dann flippe ich aus und kampiere vor dem Bundestag, bis mir zugehört wird. Kommst du mit? Natürlich. So, ich glaube, du hast jetzt auch gar keine andere Wahl mehr. Vor dem Niedersächsischen Bundestag. Das wäre aber, nein, nicht vor dem Niedersächsischen, aber es wäre schon wieder lustig, gemeinsam nach Berlin zu fahren und so lange zu spielen in Dauerschleife, bis sie alle genervt sind. Ich glaube, da gehen wir kaputt dran. Da wahrscheinlich gehen wir kaputt dran. Aber ehrlicherweise, das ist doch so, oder? Ehrlicherweise gehe ich lieber da kaputt dran, als an dem Knall, den ich gerade kriege, weil ich nicht arbeiten darf. Liebe Monika, ich suche schon seit Tagen nach Worten, dir zu sagen, was mich quält, um zu beschreiben, wie es ist ohne meine Arbeit, ohne die mir nicht bloß technisch etwas fehlt. Es fehlt seit vielen Monaten an jedem, bis hierher stets verdienten Scheinen Geld, wodurch den Lebensunterhalt so zu bestreiten unmöglich ist und nicht bloß nur schwer fällt. Denn was sie, Angela, Olaf und Peter zu Hilfe schickten, kam reell nicht an. Zum Amt zu gehen scheint mir keine Lösung, solange ich noch stehen und sprechen kann. Ich sorg mich jeden Tag um meine Zukunft und wein mich jeden Abend in den Schlaf und träum dann von
von den vielen Existenzen meiner Freunde, die es ebenso hart traf. Was wird aus all den liebgewonnenen Bühnen, aus den Veranstaltern und allen drumherum? Sie werden übermorgen nicht mehr da sein. Man lässt sie nicht nur sterben, nein, ihr bringt sie um. Ich setzte mich so gern mit euch zusammen nach einem grad nicht möglichen Konzert. Dann würde ich mit euch in den Austausch gehen. Wir sprechen über jenen großen Wert der Kunst und der Kultur für unser Land und die vielen Menschen hinter der Bürokratie. Die ersten 5 der Biere gingen auf mich. Wer weiß, vielleicht verstünden dann auch sie. Den Enkeln, wenn sie fragen, aber Oma, ist nicht da draußen deinetwegen jetzt so still? Ich wär so gerne Sängerin geworden, doch Bühnen für Konzerte gibt's nicht mehr. Wie wollt ihr euren Liebsten das erklären? Nehmt ihr eure Empathie daher? Und dann der letzte Mundschutz eines Tages, wie für uns schon jetzt der letzte Vorhang fällt. Ihr beide, ach, das haben wir gut gemeistert, Gala, den Show-Act eurer Unterhaltung wählt. Voller Verwunderung erkennt, dass für euch zu spielen ist in der Szene längst tabu. Dann ist es zwar zu spät, noch was zu retten, doch wer weiß, Monika, vielleicht verstündest dann auch du. Jetzt geht's wieder.
Ja, bist du dir sicher? Nein. Also ich, deinem Gesicht, wenn ich das mal so sagen darf, dein Gesicht gerade hat mir Angst gemacht. Das ist gut. Ja. Ihr hoffentlich auch. Ich hoffe es. Ich hoffe, sie schaut es und ich hoffe, sie spürt es. Sie hätte es ja schon beim ersten Mal schauen können. Ja, zusammen mit Altmaier und Co. Ich stell's mir witzig vor, mit Popcorn auf dem Sofa. Das wäre doch, eigentlich wäre das doch mal dran. Du hast es ja gerade schon gesagt und auch so ein bisschen angedeutet, aber wie ist das denn jetzt? Du hast dieses